Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Bereits im April hatten wir über den Antrag zur Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich in diesem Hohen Hause diskutiert. Nun steht dieser Antrag nicht nur erneut auf der Agenda, sondern Sie fordern eine erneute Diskussion um diesen Antrag. Die Redebeiträge sind bisher entsprechend kurz ausgefallen. Da stellt sich eigentlich die Frage, warum wir das jetzt überhaupt noch mal durchdiskutieren mussten. Die Argumente für das Pro und Contra wurden bereits ausgetauscht und Ihre Intentionen sind ja hier deutlich geworden und Frau Burkhardt-Eulert hat es ja noch mal deutlich gemacht, wozu dieses Geld gebraucht wird, für Geflüchtete, für noch mehr Sozialindustrie. Mir erschließt sich bloß nicht, inwiefern das zu einer Verbesserung der Bildungssituation führen soll. Ihr Antrag ist lediglich ein erneuter Schrei nach Geld. Sie haben zig Baustellen im Bildungsbereich, aber Sie suchen immer nur nach neuen Geldquellen zur Finanzierung der Sozialindustrie, weil Sie offenbar immer noch dem Glauben erliegen, das Berliner Bildungssystem so zu verbessern. Das wird Ihnen aber so definitiv nicht gelingen. Ja, Sie sind stets großzügig, wenn es darum geht, das Geld der Steuerzahler mit beiden Händen auszugeben. Der Kollege Wallender hat ja heute schon mal ganz deutlich Ihren Nerv an der Stelle getroffen. Deswegen werde ich jetzt mal auch da einhaken und Sie noch mal an die finanzielle Situation unserer Stadt erinnern. Berlin bekommt heute schon 3 Milliarden € aus dem Länderfinanzausgleich. Ja, Geld, was von anderen Bundesländern erwirtschaftet wurde. Und auch die 60 Milliarden € Schulden Berlins scheinen Ihnen nicht wirklich unangenehm zu sein. Das ist im Übrigen dieselbe Verschuldung, die auch Rumänien aufweist. Ja? Deshalb hören Sie auf, immer weiter sinnlos Geld zu verpulvern. Wenn Sie die Bildungssituation der Berliner Schüler verbessern wollen, dann geht es um strukturelle Veränderungen. Bessere Bildung ist eben nicht nur eine Frage des Geldes. Und deshalb lassen Sie sich das Zitat aus dem Lukas-Evangelium eine Lehre sein. Ja, das ist, tut Ihnen gut. Sie brauchen das, Frau Kittler. Sie brauchen das. Ja? Die fleißige Hand wird herrschen, aber die lässig ist, muss Frondienst leisten. Und wir wollen die Berliner Schülerinnen und Schüler nicht Frondienst leisten lassen wollen.